Personen auf der Fahrbahn warnt das Navi. Was ist jetzt der nächste Einsatzort, wo wir hinfahren? Es wurden also mehrere Personen am Standstreifen auf der Autobahn gemeldet, auf Höhe Passau Mitte. Da fahren wir jetzt hin und schauen mal. Doch es kommt erst einmal anders. Unweit der Autobahn. Zugriff. Der Mann und sein Fahrzeug kommen aus Ungarn. Im Auto eine Familie aus Syrien. Für sie ist es das Ende einer wochenlangen Odyssee. Der mutmaßliche Schleuser ist einer von über 700, die den Fahndern bislang allein in Bayern ins Netz gegangen sind. Der wird jetzt zur Bundespolizei verbracht und dort eben dann weiter bearbeitet. Der wird vernommen und dann wahrscheinlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und geht vermutlich in Untersuchungshaft. Die Flüchtlinge werden auch zur Bundespolizei transportiert, dort registriert und dann in die Bearbeitungsstraße nach Deckendorf und dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung verbracht. Alltag auf den Straßen rund um Passau. Jetzt, so will es die Politik, soll der Fahndungsdruck auf die Schleuser noch weiter erhöht werden. Ob dadurch weniger Flüchtlinge kommen? Nein, sagt die Internationale Organisation für Migration in Genf. Mehr Militär oder Polizei gegen Schleuser, das ändere gar nichts an der Zahl der Flüchtlinge. Das funktioniert nicht. Das zeigt die Vergangenheit. Das ist wie im Drogenkrieg. Den Drogenhandel mit Polizeitaktiken zu bekämpfen, stoppt nicht das Problem der Drogenabhängigkeit. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die europäische Politik und die Schließung der Grenzen überhaupt erst die Voraussetzungen schaffen für das Geschäft der Schleuser. Es gibt Millionen Flüchtlinge, von denen viele gerne nach Europa oder in andere Industriestaaten wollen. Aber die geschlossenen Grenzen sind die Grundlage des Schleuser-Business. Europa macht seine Grenzen dicht. Und Tausende, die eigentlich Schutz für ihr Leben suchen, finden den Tod. Die, die überleben, lassen sich weder von Polizeiknüppeln aufhalten, noch von Stacheldraht. Solange die Grenzen dicht bleiben, wird es solche Bilder geben. Sie sind vorerst in Budapest gestrandet. Diese Gruppe Syrer wird die Nacht im Freien verbringen müssen. Eine der Frauen ist schwanger. Ich glaube nicht, dass sie uns wirklich helfen wollen. Sonst hätten wir das alles nicht erleiden müssen. Wir hätten legal einreisen können, mit dem Flugzeug, so wie jeder andere auch, mit einem Visum. Das wäre viel sicherer, wenn sie diese Tür öffnen würden. Aber so mussten wir durch diese Not, durch diese Hölle gehen, um irgendwann nach Deutschland zu kommen. Visa für Flüchtlinge, legale Fluchtwege statt Stacheldraht. Für den Migrationsforscher François Gemin von der renommierten Pariser Hochschule Sciences Po ein Gebot der Moral, aber auch der Vernunft. Die Leute werden sagen, das ist verrückt, das wäre eine Katastrophe, die Invasion, die ganze Welt wird kommen. Das liegt daran, dass die Leute die Migrationsrealität nicht kennen. Die Menschen werden nicht kommen, weil die Grenzen offen sind. Die Menschen kommen, weil ihr Leben in Gefahr ist. Oder sie kommen aus nackter wirtschaftlicher Not. Ein sogenannter Arbeiterstrich, wie es ihn in vielen deutschen Städten gibt. Hier stehen Albaner, Serben, Menschen aus Afrika. Die Wirtschaft greift gerne zurück auf ihre billige Arbeitskraft. Dauerhaft legal bleiben dürfen sie dennoch nicht. Kein Asyl für Wirtschaftsflüchtlinge lautet der Grundsatz im Land. Doch die Armutsflüchtlinge kommen, trotz aller Hürden. So wie auch in den USA. 1993 baute Texas den ersten großen Grenzzaun zu Mexiko. Die Zahl der Flüchtlinge, sie stieg. 1994 riegelten auch Kalifornien und Arizona die mexikanische Grenze ab. Seither steckten die USA Milliarden in die Aufrüstung der Grenzanlagen und in ihre technische Überwachung. Die Flüchtlinge stoppte auch das nicht. Im Gegenteil, seit Anfang der 90er hat sich die Zahl der Migranten aus Mexiko fast verdreifacht. Trotz, aber auch wegen der Hightech-Grenze haben Experten analysiert.
Früher kamen die Menschen aus Mexiko ohne Papiere über die Grenze. Sie suchten Jobs, vor allem in der Landwirtschaft. Sie kamen in die USA und gingen aber immer wieder zurück, alle ein, zwei Jahre. Jetzt haben sie Angst, zurück in ihr Land zu gehen. Sie fürchten, dass es nächstes Mal viel teurer und gefährlicher wird, in die USA zu kommen. Ob in den USA oder hier in Ungarn. Grenzzäune hindern Flüchtlinge nicht zu kommen. Aber sie verhindern, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren. Zurück nach Passau. Auf dieses Gelände am Stadtrand bringt die Polizei die Flüchtlinge, die sie auf den Straßen rund um die Stadt einsammelt. Die Menschen sitzen in Passau und später in überfüllten Auffanglagern, obwohl viele von ihnen ganz woanders hin wollen. Zu Verwandten, nach Hamburg, Köln, Kopenhagen. Doch als illegal Eingereiste dürfen sie nicht einfach dorthin reisen und sich dort bei den Behörden registrieren lassen. Deshalb werden sie an zentralen Stellen gesammelt. Aber was, wenn die Grenzen offen wären? Gemeinden, die heute überlastet sind, weil sie mit einem Mal Tausende von Flüchtlingen aufnehmen müssen, würden durch die Öffnung der Grenzen entlastet. Die Leute könnten ja frei wählen, wohin sie gehen. Sie müssten dann nicht mehr die zentralen Aufnahmeorte durchlaufen. Das würde natürlich zu einer Entspannung auch zwischen Bevölkerung und Migranten beitragen. Manche Polizisten scheinen längst weiter als die Politik. 14 neue Mitbürger warten da auf Abholung in der Kälte und zittern. Neue Mitbürger statt illegal Eingereiste.